Okay. Bretter. Der Gruftengang ist ebenfalls blockiert. Wenn wir nur eine Axt hätten. Na, was für ein Zufall, dass wir die gerade gefunden haben. Und hinein! Everything is wrecked. Wie? Ist doch alles okay? It's Van Helsing, Master. He is responsible. Then the villagers looted the crypt when you were weak. Die Dorfbewohner haben die Gruft geplündert. Warum haben sie nur die Gruft geplündert und nicht das Schloss, was viel mehr Schätze irgendwie bietet? My coffin is in pieces. They were merciless with it. Without it, I cannot travel. It must be repaired. Warum willst du reisen? So. Der ist doch ganz heile. Wieso ist der kaputt? Wenn ich reisen möchte, sollte ich meinen Sarg vorbereiten. Zuerst benötige ich eine dünne Schicht Erde von diesem Ort. Natürlich. Und was hat er hier? Rechteckiger Stein. Das klemmt den Mund des Gargoyles fest. Ich bin zu schwach, um dies einfach mit der Hand zu entfernen. Man erinnere sich, alle, die Bram Stokers Roman gelesen haben, Dracula hat die Kraft von 20 Männern. Mhm. Schafft es aber nicht mal hier, die Steinplatte rauszuziehen, geschweige denn mal die Bretter, die eben die Gruft vernagelt haben, einfach per Hand abzuruppen. Ich sage doch, Edward Cullen, aber ich find's schön. Also dieses Spiel ist so richtig geil, lauwarm. Geplünderter Sarg. Liebe Dorfbewohner haben die Särge meiner Vorfahren beschädigt. Sie werden dafür bezahlen. Warum haben die das gemacht? Sind die da einfach rein und haben gesagt, ja, Dracula, du warst voll gemein, wir machen jetzt ja alles kaputt. Oh, und das nächste Wimmelbild. Ui, was haben wir jetzt hier? Gottesanbeterin. Oh, die sitzt hier gleich. Die springt mir direkt ins Auge. Dann haben wir einen Kiefer. Der liegt hier. Ein Nest. Ein Nest. Ah, hier oben. Dann die Karten. Die haben wir hier. Blatt. Bist du ein Blatt? Nee. Aber das war das Manuskript, oder? Ja, genau. Blatt. Münzen, 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 Münzen. Hatte ich doch auch schon gesehen. Bin ich blind? Ach, natürlich, Maus habe ich auch gesehen. Die sitzt hier oben. Obwohl es eigentlich mehr nach einer Ratte aussieht. Die Kelle. Bist du die Kelle? Ich denke da immer sofort, wenn ich das Wort Kelle höre, denke ich an eine Suppenkelle. Würde ich mich jetzt auch theoretisch fragen, was Dracula mit so einer Kelle macht. Erstmal so schön, so einen schönen Suppenfond ansetzen. Brauchen wir eine Schlange? Ja, die Schlange brauchen wir. Dann, das Gitter. Bist du das Gitter? Yep. Nimm da auch einfach mal so mit in die Hosentasche, ist klar. Der Schuh ist hier. Der Fächer. Fächer? Ich würde mich ja sowieso fragen, was in dem Müllhaufen ein Fächer macht. Hat hier die feine Dame übernachtet? Ach, natürlich, hier vorne liegt der. Die Eidechse. Wo ist denn mein Freund, die Eidechse? Ja, Eidechsen sind grundsätzlich meine Freunde. Ich mag Eidechsen. Ich mag auch Schlangen. Aber ich hasse Spinnen. Ist das ein bisschen kontrovers? Ach, hier ist die Eidechse. Und wieder mal ein Vorhängeschloss. Das hängt hier hinten. Und dann fährt nur noch... fährt, ja. Ach, der Handschuh hält das Blatt. Ah. Du hast eine Kelle gefunden. Cool. War's das jetzt schon hier? Dann haben wir noch ein Fresko. Dafür fehlt uns aber was. Raum der Ritter, da fehlen uns zwei Masken. Nur ist schon geil. Die Vorfahren von Dracula haben hinten, also was auch immer dort liegt, mit zwei Masken verschlossen. Wäre es nicht besser gewesen, die ganze Gruft mit so einem Mechanismus zu verschließen, dass dann niemand reinkommt, der da nichts zu suchen hat, anstatt das einfach nur mit Brettern zuzunageln? Oder waren das die Dorfbewohner? Ich habe keine Ahnung. Gut, wofür ist das Buch hier eigentlich da? Ach so, das zeigt uns an, wie viele Teile wir von Schilden schon gefunden haben. Ist sozusagen ein kleiner Ratgeber. In Ordnung. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ja, die Statue ist auch schön. Die würde ich mir auch in den Garten stellen. Langzahn, beißt, Mädel. Und leuchtet auch noch ab und zu ein bisschen. Cool. Und hier ist noch ein weiterer Teil des Schildes. Finde ich gut. Igor, gib mal... Ach nee. Jetzt haben wir hier noch was, wir zu untersuchen haben. Zwei Seile fehlen. Also eins haben wir ja schon. Mhm. Ich möchte eigentlich... Ich muss diese Kreuze loswerden, aber ich kann mich ihnen nicht nähern und Igor ist zu schwach, um sie zu zerstören. Ach Mensch, die Igor. Der ist halt so ein bisschen... Ja, der kann halt nicht so, wie er will. Und irgendwas fehlt hier noch in der Gruft. Da kommen wir nicht ran, da brauchen wir erst irgendwie ein Brecheisen oder so.
Dann der geplünderte Sarg. Ah, hier noch das Seil. Aha. Da muss auch schon mal richtig gucken. So, und dann... Zack. Das ist auch eine Technik, um... Ja, Kreuze wegzuballern. Naja, Vorbär! The village is deserted, Master. No, Igor. I feel the presence of the villagers behind their closed shutters. They are watching us. They tremble. What a sweet feeling to be feared again. I'm watching you. Is it the coach you told me about? That of the Vampire Queen's spy? Yes, Master. Good. Find a way to get her out. Ach ja, was ich noch gar nicht angesprochen habe, hier gibt es ja offensichtlich eine Königin der Vampire, die die ganze Menschheit auslöschen möchte, haben wir ja im Intro gehört. Ich frage mich, wo der Sinn ist. Als Königin der Vampire ist sie ja logischerweise auch ein Vampir. Ist das nicht so ein bisschen kontrovers, wenn ein Vampir alles vernichtet, was ihm eigentlich als Nahrung dient? Das ist doch genauso, als wenn eine Katze alle Mäuse mit Gift verseucht, dann würde sie ja im Endeffekt nichts mehr fressen können. Wenn wir jetzt mal dieses Beispiel nehmen, dass Katzen nur Mäuse fressen, also vorausgesetzt, Katzen fressen nur Mäuse und so weiter. Oh, hallo Schnuffel! Igor kann auch knurren. Grrr, das dreckige Biest lässt uns nicht heran. Ey, ja, Igor, der ist voll schnuffig. Gut, was können wir machen? Ein nächstes Wimmelbild! Ach, wir stürzen ja von eins ins andere. Oh, Fledermaus. Blatt Papier. Getrocknetes Kraut. Haben wir hier? Und hier? Also die Wimmelbilder gehen noch, also geht relativ schnell von der Hand. Geldbeutel? Nagel? Und jetzt habe ich natürlich gesagt, hier oben ist der Nagel. Glocke. Das ist tatsächlich die Glocke. Also aber da fehlt dieser Stöße oder was das ist. Das ist halt diesen glockentypischen Laut von sich gibt. Eine runde Schachtel. Ups. Dann den Knochen. Dann die Ratte. Haben wir hier wieder Ratten, oder wie? Ratten treten ja grundsätzlich nie alleine auf. Hier haben wir sie. Lampen brauchen wir zwei. Ist das auch eine? Ja. Aber das ist mehr eine Ölkanne gewesen, oder nicht? Oder so eine Wunderlampe, wie aus Aladdin. Auch ein Hühnerfuß, den man hier einfach mal findet. Ich frage mich, wo das Huhn dazu ist. Ein Löffel. Die Dorfbewohner sind ja aber sehr verschwenderisch. Weißt du, einfach hier mal so Löffel reinzuschmeißen. Ach, hier ist der Löffel. Die Feder haben wir auch hier. Huch. Ich muss aufpassen, dass ich genau draufklicke. Die Säge. Und die kleine süße Eidechse. Was haben wir gekriegt? Du hast eine Säge gefunden. Yippie! Werkstatt? Kann ich da ran? Ach so, nee, der Wuffel bewacht das hier irgendwie alles. Oh. Was passiert, wenn ich den weiterreize? Ach so, weiter können wir nicht. Also der steht jetzt hier und hat die Zähne gebleckt. Aber er kann sich irgendwie nicht losreißen und uns angreifen. Das ist ein bisschen schade. Aber Schnuffichen, geh wieder hin. Wir machen doch nichts. Ich denke mal, wir sollen sabotieren. Schön. Hier Marsch, hast meine Kutsche kaputt gemacht. Of my revenge. Okay. Count Dracula himself. Too much honor. Your death will be final. My queen will rejoice. Sie hat auch so einen geilen Akzent, Alter. Schön. I'll kill her, Master. I'll smash her. I'll break her limbs. Man erinnere sich zurück, er war zu schwach und zu verrenkt, um die Kräuter zu vernichten. Aber jetzt möchte er hier alle Glieder brechen. Leg dir so hin. I apologize for the passion and insolence of my servant. His education is poor. However, he is right on one point. Your death is inevitable. Come, fear not. Accept my embrace. I'll take care not to damage such a nice body. Beyond what is reasonable. Hä? Okay. Ah, Komplizen der Königin. Beißen wir zu.
Was? Ich hätte gerne eine Erklärung. Hilfe. Fange dein Opfer, ohne zu oft die Wände zu berühren. Wie ist doch jetzt ganz einfach, wenn ich hier... Natürlich. Ach so. Oh, Verzeihung. Das tödliche Gras vergiftet uns. Juhu! Wir haben zwar nochmal die Wand angeeckt, aber gut, okay. Also, was nun? Möchtest du ihr Blut trinken und sie jetzt in eine Vampirin verwandeln? Deine Entscheidung wird Konsequenzen nach sich ziehen. Ich möchte nicht im Pussy-Modus spielen. Ich bin einmal Vampir, dann möchte ich auch wie ein Vampir agieren. Und deswegen trinken wir jetzt auch ihr Blut. So, bäh. Bäm. Hehehe. Nein, ich habe bereits gespeist. Hä? Wusste ich jetzt? Was hat die jetzt gemacht? Hallo? Ist sie jetzt auf dem Schloss oder... Ich möchte eine Erklärung haben, was da jetzt mit der passiert ist. Ah, Teil der Werkzeugkiste. Okay. Was haben wir hier noch? Erstmal das Loch. Meister, schau, ein Loch kann Igor graben. Wir haben eine Schaufel. Und haben einen Knochen gefunden, mit dem wir jetzt höchstwahrscheinlich Schnuffel ablenken können. Zum Glück hat er sich jetzt erst losgerissen. Das hätte übel für uns ausgehen können. Und ein weiterer Teil des Schildes gefunden. Ein Traum ist das hier. Werkstatt. Oh, mit einer Fledermaus drauf. Das ist ja cool. Also so das Skelett einer Fledermaus. Tisch. Hier könnten wir Bretter für meinen Sarg zuschneiden. Ja, wenn wir Bretter hätten. Moment. Nochmal ganz kurz zurück. Zum Glück sind das ja keine Distanzen. Ah, Loch. Hier, langen Bretter. Ich wollte mich nämlich gerade probieren, ob man die Bretter mitnehmen kann, mit der die Gruft vernagelt war. Aber es sind ja keine Entfernungen. Schloss, Dorf. Das kriegen wir ja innerhalb von ein paar Sekunden auf die Reihe. So. Und dann sägen wir mal drauf los. Als echter König der Vampire können wir natürlich auch schreinern. Kurze Bretter mitgenommen. Teile der Werkzeugkiste. Haben wir noch irgendwie was? War da noch was? Werkzeugkasten. Ah! Ah, yippie. Bewege die farbigen Vierecke unter die entsprechenden Symbole. Gut, hier haben wir grün. Achso, so in die Richtung dreht sich das. So. Achso, Moment. Das muss dort nach oben, da ist ja rot. So. Achso, Mist. So, dann drehen wir das weiter durch. So, dann haben wir rot schon mal komplett. Dann, Moment. Das Grüne muss nach da unten. Da haben wir... Super. Traumhaftes Gelbe muss dorthin. Dann drehen wir das doch erstmal... Ich kann ja immer nur die mittleren irgendwie drehen. So. Gelb stimmt. Jetzt stimmen die beiden. Jetzt sind die aber noch... Moment, das kriegen wir auf die Reihe. Ich muss eigentlich rot... und blau vertauschen, oder? Ne, Moment. So. Und ich muss jetzt hier blau wieder reinbringen, so. Funktioniert das jetzt, was ich mir hier so ausgedacht habe? Ach, verdammt! Ich wollte mich gerade schon freuen. Ha, verdammt. Hätte klappen können. So, und jetzt haut das natürlich wieder nicht hin. Ah, doch, okay. Hihi. Bravo, gewonnen!